wo geht's denn hin? Wir fahren nach Dänemark. Und einsteigen, wir fahren los. Dann los, wir nehmen euch mit. Die 7. Folge ist es mittlerweile in der Serie Geschichten von Tobus Angelteiche in Blumenthal. Ursprünglich war es ja mal so geplant, in einem Jahr Profiangler zu werden. Ich hab gedacht, ich fahr da 2 bis 3 Mal hin, lass mir von den Anglern ein bisschen was erzählen, hau meine Angel rein, hol die großen Fische raus und der Teich ist leer. Naja, wer von euch die ersten Folgen gesehen hat, weiß Bescheid. Und der Weg zum Profiangler ist noch ein weiter Weg. Weg ist auch mein Stichwort. Über den Nord-Ostsee-Kanal rückt die Grenze immer näher. Für mich ist es die erste Reise nach Dänemark und ich bin gespannt auf eine neue Geschichte, die uns erwartet. Ein Drehbuch für unseren Film gibt es wie immer nicht. Wir sind ja nur in Dänemark angekommen und ich habe gedacht, die hissen extra die Fahne für uns. Aber nix, Tobo. Was werden wir heute machen? Ja, wir wollen heute euch mal zeigen, lieber Angler, wo die Fische herkommen, die ihr bei mir angelt. Wir zeigen euch, wie der Fisch entsteht und bis er groß ist und bis er zu euch in den Angelteich kommt. Den Werdegang. Was für Norwegen der Lachs, ist für Dänemark die Regenbogenforelle, die ursprünglich aus Nordamerika stammt. Wir wollen uns mit einem der größten Exporteure für den edlen Fisch in Alslev treffen. Neben mir der Rohr, hier ist der Betreiber der Anlage, von dem Tobo sozusagen die Fische bezieht. Welche Fische züchtet ihr denn hier? Regenbogen, Backforelle, Saiblinge und diese Tigerfisch. Und dann machen wir von Regenbogen machen wir auch etwas, das sterilen sind. Das bedeutet dann, wenn die normalerweise in einem Regenbogen 3 Jahre kommt mit Eier und männliche. Die anderen sterilen da, die werden immer blank wie eine Lachs. Ihr habt es sicher an meinem Gesicht gesehen. So richtig, das mit den Sterilen habe ich noch nicht verstanden. Aber da frage ich nachher nochmal nach. In dieser Anlage können bis zu 200 Tonnen Fisch produziert werden im Jahr. Davon geht ein Teil nach Deutschland, auch in Tobus Angelteiche. Schon um 1920 wurden hier Fische gehältert. Rohr betreibt sie jetzt seit 40 Jahren. Ja, Ramona, bin gleich da. Sie hat die großen Fische entdeckt und einer von ihnen will uns sogar mit einem besonderen Kunststück persönlich begrüßen. Bevor wir die Anlage verlassen und unsere Reise weitergeht, möchte ich natürlich noch einen sterilen sehen. Dieser Fisch hier ist über 10 Jahre alt. Rohr und ich, wir kennen uns seit 1991. Seit 2001, wie ich mich privat gemacht habe, Blumenthal, ist er mein alleiniger, zuverlässiger Lieferant von sämtlichen Fischen. Und dadurch ist eine gute Freundschaft entstanden. Und deswegen gibt er uns heute auch die Möglichkeit, mal hinter den Kulissen zu schauen, in seinen Anlagen, über gewisse Produktionsabläufe, vom kleinen Fisch bis großen Fisch. Wir haben vorhin von den sterilen Fischen gesprochen und jetzt erkläre ich euch mal genau, was das bedeutet. Die Fischeier werden mit Druck behandelt. Das heißt, bevor der Fisch überhaupt schlüpft, wird schon entschieden, dass es kein Männchen und kein Weibchen geben wird. Also diese Fische sind geschlechtslos und demzufolge werden sie auch nie dazu in der Lage, sich zu verpaaren. Das heißt, sie bilden selber keine Eistränge oder auch keine Samenstränge. Und somit können die Fische sich auch beim Paarungsverhalten nicht verletzen, wodurch auch nicht die Gefahr besteht, dass sie verpilzen. Bei sterilen Fischen ist das so, die kann man beliebig lang füttern. Die wachsen und wachsen, aber wenn die Fische nachher über 10 Jahre sind und dann ihre 12 bis 13 Kilo sind, dann hören sie auf zu wachsen. Und um das Wachstum zu beschleunigen, werden hauptsächlich sterile Fische ab dem Alter von 4 bis 5 Jahren in Brackwasser gehalten. Das bedeutet, bei bestimmten Salzgehalt zwischen 10 und 15 Grad werden die gefüttert. Dadurch haben die ein 25-prozentiges Wachstum mehr, wie ein normaler steriler Fisch im Angelteich oder im Produktionsteich. Wir haben die 2. Station unserer Reise erreicht, hier, wo alles seinen Anfang nimmt. In unzähligen Becken werden die geschlechtsreifen Fische gehältert. Mit einer leichten Betäubung wird ihm der Rogen abgestreift. Von dieser Seite hier, bis wenn die sind klar zu fressen, da gehen 9 Wochen. Und die brauchen auch einen Mann.
Nachdem die Eier durch den Milchner befruchtet wurden, kommen sie in die Brutbecken. Und die schwarzen Punkte, das sind drin, das ist Eier. Augen. So, dass die sind 2-3 Tage, dann kommen die raus von die Eier. Bis zu 50 Millionen Eier werden in der Hauptzeit Ende November, Anfang Dezember abgestreift. Da kommt selbst Turbo ins Staunen. Guck mal, und hier ist jetzt fast leer. In 2 Monaten ist hier alles voll mit Eier. Die sind 2 Wochen älter als die Eier, du hast da vorgesehen. Im Moment leben die von das Rode, die haben unter dem Bau. Nach gut einer Woche wird diese Brut anfangen, selbstständig zu fressen. Das ist schon klein wie Körnte. Zuerst dieser Staub. Weißt du, das ist ja ganz drin. Die Forellen gehören zu der Familie der Salmoniden, welche sich in 3 Unterfamilien unterteilt. Dazu gehören die Forellen und Lachse, die Renken und die Eschen. Die Körnung des Futters ist für die schnelle Zunahme der Fische entscheidend. Je nach Größe werden sie in verschiedenen Becken gehältert, dementsprechend auch mit der idealen Futterkörnungsgröße versorgt. Einzeln erfüttert einmal die Stunde. Ja. 24 Stunden am Tag. Aha. Einmal die Stunde, du kannst zweimal die Stunde und kannst einzeln wie viele gibt es. Aha. Ja, aber erst hat du die Eier abgestreift, dann kommen die da rein, liegen, dann wird die gebrütet da und dann werden die gebrütet und so klein, dann kommen die hier rein und dann füttern wir die. Ja. Mit einem Gewicht von 5 bis 7 Gramm verlassen die Fische das Bruthaus. Und wie es mit ihnen weitergeht, sehen wir in der nächsten Station. Mit 7 Gramm sind die Jungfische jetzt in die Außenbecken einer neuen Anlage gekommen. Hier werden sie in den dafür vorgesehenen Bereichen auf 40 Gramm gemästet. Danach kommen sie wieder in neue Becken oder andere Betriebsteile zur Weitermast. Weitermast heißt in Dänemark als normaler Speisefisch Forelle oder als Lachsforelle. Als Faustregel für jeden Angler 1 Kilo Zunahme pro Jahr, Alter des Fisches. So ist eine schöne Lachsforelle, die bei Turbo in den Teichen auf einen leckeren Köder wartet, ungefähr 3 Jahre alt. In den Becken tummeln sich nicht nur unzählige Regenbogenforellen, auch Saiblinge, die mittlerweile zu den Lieblingsfischen in den Angelteichen in Deutschland gehören. Genau wie die Goldforelle. Sie zu fangen, braucht schon ein bisschen Erfahrung. Um es noch einmal zu sagen, Lachsforelle ist eine Handelsbezeichnung. Es sind Regenbogenforellen, die durch die besondere Fütterung mit Carotinoid ihre Farbe bekommen. Bis zu einem Gewicht von 1,5 Kilogramm sind es rotfleischige Forellen. Darüber heißen sie dann Lachsforelle. Fast 5 Tonnen Forellen und Saiblinge sind verladen und können ihre Reise nach Deutschland antreten. Lieber Angler, von hier aus fährt der LKW dann nicht direkt nach Deutschland, sondern erst nur für eine Wasserwechselstelle. Das bedeutet, dann wird das komplett der LKW mit Wasser gespült, Brunnenwasser. Und zwar das deswegen, weil beim Beladen Schwebbestandteile wie Gräser und Reste von Teich mit reinkommen und das wird sauber gespült. Und es wird so lange gespült, bis man den Boden sieht. Wenn man den Boden sieht, dann sagt man als Regel, dann kann man mit dem LKW 24 Stunden ohne Probleme mit Sauerstoff die Fische transportieren, europaweit. Bevor es wieder nach Hause geht, möchte ich mir noch einen Angelteich anschauen. Dieser hier ist 9 Meter tief. Ja, werdet ihr jetzt sagen, was ist denn da so Besonderes? Wenn ich euch jetzt sage, in dem Teich sind über 300 große Fische, jeder von ihnen hat einen Namen und ist GPS überwacht mit einem Chip, dann könnte das Anglerlatein sein. Ist es aber nicht. So kann ich es mir nicht verkneifen, die Angel rauszuholen. Stopp! Was machst du hier, Klaus?
Ja, ich will hier die Angel noch mal reinschmeißen. Ich habe gehört, hier sind ganz, ganz große Fische drin. Richtig große. Ganz große. Ganz große? Nee, die musst du bei mir im Blumenthal angeln. Los, ab nach Blumenthal. Okay, dann sehen wir uns wieder in Blumenthal an den Angelteichen. Tschüss, bye bye und winke, winke. Schöner Tag in Dänemark gewesen hier. So. Ja.